think parts of it are... Thank you.
Du, fühl es, denk nach. Ich habe nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass du kommen würdest. Ich bin die Stimme Heidelins und trage ihre Worte hin zu dir. Minfilia war mein Name. Nun bin ich ihre Mittlerin. Wie lange liegt es doch zurück, dass wir von jener listig inszenierten Feier flohen? Damals erreichte mich Heidelins Wort. Sie wies mich an, Yshtolas Teleport zu nutzen und mich dem Ätherfluss zu überlassen. So gelangte ich hierher. Ich sah, wie Heidelins Kräfte schwanden. Um ihre Klage zu hören, bat ich darum, mit ihr zu verschmelzen. Nun bin ich Teil ihrer Seele, Teil des Urkristalls. So brennend wollte ich dir die Wahrheit über den Planeten anvertrauen, doch meine Stimme drang nicht zu dir durch. Aber jetzt bist du hier. Hör zu, fühl Heidelins Wesen und begreife ihr Werden, mein Werden. Bevor alles Leben entstand, war dieser Planet von zwei Kräften beseelt. Von mir, Heidelin, dem Licht, und Zodiac, der Dunkelheit. Doch Zodiac erstarkte und brachte das Gleichgewicht in Gefahr. So riss ich ihn aus unserem Planeten und fesselte ihn an den Himmel, fern, für immer im Orbit gebannt. Er ist der Mond, der mich seither umkreist. Doch unsere Seelen zu entzweien, verletzte das Gefüge unseres Seins. Unsere Wirklichkeit fächerte sich in 14 Dimensionen auf, über die sich die Kraft von Licht und Dunkelheit verteilte. Eine davon ist deine Welt, die ursprüngliche. Zodiac versucht mit Hilfe seiner Jünger, der Ascians, die Dimensionen aufs Neue zu verschmelzen, um wieder zu vollen Kräften zu gelangen. Wenn die Verschmelzung vollbracht ist und alle Welten in ihre Urgestalt einer einzigen Welt zurückgeführt sind, vermag Zodiac, mich mit Sicherheit zu überwinden. Nova nennen die Ascians die Löschung einer Dimension. Das Einreißen der Mauern zwischen unserer Welt und einer anderen. Dramatische Ereignisse, die wir als Katastrophen kennen. Sieben sind schon geschehen. Die siebte Katastrophe vernichtete jüngst wieder eine Welt. Du musst das Werk der Ascians vereiteln und die Vereinigung der letzten Welten um jeden Preis verhindern. Das ist mein letzter. Die Kraft deines Kristalls geht bald zur Neige. Ich sende dich zurück. Mein Kind des Lichts, bewahre diese Welt.
Du bist unversehrt. Ein Glück. Was ist mit Minfilia? Hast du sie gefunden? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kriele, bitte antworte mir ganz ehrlich. Was hältst du von all dem? Minfilia hatte eine sehr starke Verbindung zu Heidelin. Es scheint unglaublich. Doch ich denke, es ist wahr. Unsere Freundin ist wohl tatsächlich in der Seele des Planeten aufgegangen. Dann ist Minfilia für uns verloren? Minfilia, wo der Bund doch endlich wieder... Gerade du hättest eine glanzvolle Rückkehr sehen sollen. Glanzvolle Rückkehr. Genau dieser Glanz hat eure Minfilia umgebracht. Aber Matoya... Also, Junge, sag doch mal ehrlich, was war dein Ziel? Eorzea retten, nichts anderes. Das ist das erklärte Ziel des Bundes. Die Machenschaften der Ascians, die Bedrohung durch die Primae. All diese Gefahren für Eorzea wollen wir beseitigen. Ein grandioses Programm. Und vor lauter Heldenmut entgehen euch die einfachsten Tatsachen. Nämlich, dass ein hoher Einsatz auch einen großen Verlust bedeuten kann. Ihr denkt, ihr habt die Welt so gut wie gerettet. Bah! Bisher habt ihr nur kleine Geplänkel erlebt. Aber nur zu, macht weiter. Doch seid euch im Klaren, dass der eine oder andere für euren glanzvollen Bund ins Gras beißen wird. Das ist der Weg, den ihr gewählt habt. Geht ihn mit nüchternem Blick oder geht ihn gar nicht. Mein Entschluss steht fest. Ich habe von Anfang an mit ganzem Herzen an unsere Sache geglaubt. Es sind nicht nur große Worte, es ist mein aufrechter Seelenwunsch. Wir kennen nun die Motive der Ascians. Da werden wir doch jetzt nicht aufgeben. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass niemals wieder eine neue Katastrophe geschehen kann. Kriele, du musst mir bei einer Sache helfen. Bitte begleite mich. Ja, natürlich. Tankred! Minfilia, bitte vergib uns. Thank you.
du bist meiner Einladung gefolgt. Wie schön. Ich danke dir für dein Kommen. Gerade du solltest bei der Friedensfeier dabei sein. Du erinnerst dich an den Zwischenfall, bei dem die Brüder des wahren Glaubens sich in der Kurie verschanzt hatten und Vidovnir urplötzlich erschien, um der letzten Geisel das Leben zu retten? Als die Leute sahen, wie ein Drache ein Ishgarder Mädchen vor dem Tod bewahrte, begannen viele zu begreifen, dass ein Zusammenleben mit den Drachen doch möglich sein kann. Aber ich denke, wir brauchen auch einen symbolischen Akt, um diese Hoffnung zu festigen und den Frieden zu besiegeln. Deswegen habe ich diese Feier anberaumt. Und Vidovnir wird kommen. Das alles habt ihr möglich gemacht. Du und der Bund der Morgenröte. Natürlich sind die Kämpfe gegen Drachen damit noch nicht Vergangenheit. Denn wenn Nitoks Schar wieder angreifen sollte, werden wir zu den Waffen greifen müssen. Aber es ist ein Anfang. Endlich werden wir unsere Kräfte für die Reform Ishgards einsetzen können, statt uns auf dem Schlachtfeld zu verausgaben. Es ist nichts, keine Sorge. Lucia ermahnt mich ständig, dass ich an meine Wunden denken soll, aber... Vor allem müssen wir verhindern, dass so etwas wie die Geiselnahme in der Basilika wieder passiert. Ich war in den Schwaden unterwegs, im Strebewerk, überall und habe mit den Bürgern gesprochen. Ich weiß von ihren Zweifeln und Nöten und habe dafür gesorgt, dass sie gelindert werden. Dank meiner Maßnahmen ist auch das Lager der Papsttreuen fast verstummt. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Frieden offiziell mit einer Feier zusammen mit den Drachen zu besiegeln. Du gehörst zu den allerwichtigsten Gästen. Es wäre mir eine Ehre und Freude, dich bei der Zeremonie zu sehen. Die Feier soll übrigens nicht in Ishgard stattfinden, sondern an der Grenze unserer Gebiete, in Falkenhorst im westlichen Hochland. Lucia überwacht die Vorbereitungen vor Ort. Sie kann dir den geplanten Ablauf erklären. Ach, noch etwas. Wenn alles gut über die Bühne gegangen ist, würde ich gern mit dir auf unseren Erfolg anstoßen und dir nochmals meinen Dank bezeugen.
Herzlich willkommen. Bitte nimm Platz und mach es dir gemütlich. Hier, geht aufs Haus, zur Feier des Tages. Das wird die Kälte aus deinen Knochen vertreiben. Essen kann ich dir erst später anbieten. Heute ist so viel los, da kommen wir mit den Bestellungen kaum hinterher. Ach, wie froh doch alle sind. Nach all den Schrecken des Krieges haben sie nun Hoffnung auf Frieden. Das muss gefeiert werden. Und ich tue, was ich kann, damit es ein unvergessliches Fest wird. So unvergesslich wie die Erinnerung an meinen Geliebten, der den Klauen eines Drachen zum Opfer fiel. Thank you.
herzlich willkommen! Hier, geht aufs Haus, zur Feier des Tages. Essen kann ich dir erst später anbieten. Heute ist so viel los, da kommen wir mit den Bestellungen kaum hinterher. Ach, wie froh da... Das muss gefeiert werden. So unvergesslich wie die Erinnerung an meinen Geliebten, der dem Clown eines Drachen zum Opfer fiel. Du hast schon genug angerichtet. Hier ruhen unsere Söhne. Sie haben mutig gegen die Drachen gekämpft und ihr Leben für Ishgard gegeben. Ja, ich verstehe eure Trauer nur allzu gut. Der Krieg hat auch jemanden aus deinem Leben gerissen. Der Schmerz ist unerträglich. Und doch können wir ihm nicht entfliehen. Jetzt heißt es, dass wir den Krieg damals begonnen haben. Und deshalb müssten auch wir diejenigen sein, die ihn beenden. Das klingt so vernünftig. Und dennoch kann ich es einfach nicht verstehen. Es fühlt sich so ungerecht an. Je näher der Frieden rückt, desto sinnloser erscheint mir der Tod unserer Söhne. So wenige? Wie es scheint, lässt der Widerstand gegen die Drachen nach. Großmeister Emmerich ist in allen Gassen unterwegs, um den Leuten seine fixe Idee vom Frieden zu verkaufen. Da knicken viele ein, weil sie sich von dem neuen Kurs persönlichen Wohlstand erhoffen. Ich lass mich nicht verführen. Ich halte unsere gefallenen Brüder und Schwestern in Ehren. Solange es Drachen gibt, will ich sie jagen und vernichten. 1000 Jahre Krieg sollen ein Irrtum gewesen sein? Schwamm drüber und auf einmal haben wir Wohlstand und Brüderlichkeit? Dass ich nicht lache. Wo war denn der Wunsch nach Frieden bei den Drachen all diese Jahrhunderte? Erst jetzt, da es für sie brenzlig wird, kommen sie aus ihren Löchern und heucheln Freundschaft. Sie haben Emmerich beeinflusst, um ihre unweigerliche Niederlage abzuwenden. Mit Erfolg. Die Friedensbewegung ist kaum noch aufzuhalten. Die Friedensfeier in Falkenhorst wird den Sieg der Drachen und unsere Demütigung besiegeln. Dann muss die Feier gestört werden.
Oh. Ich bin bereit. Um den Kampfeswillen Ishgards neu zu entfachen, will ich gerne mein Leben geben. Hey, wach auf! Geht es wieder? Dann komm mit nach draußen, da geht's drunter und drüber. Von Ishgard, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Denkt an eure Verwandten, die von den Drachen zerfleischt wurden. Dass unsere Herzen noch schlagen, liegt einzig und allein an der flammenden Wut, die darin brennt. Die Rache an den Drachen hält uns am Leben. Steh nicht rum, halt sie auf, los! Zu Befehl! Seht ihr wahres Gesicht! Sie unterdrücken, was ihnen nicht passt. Töten alle, die nicht gehorchen. Erst führen sie uns in einen unheilvollen Krieg, dem unsere Liebsten zum Opfer fallen. Und dann predigen sie Frieden und nehmen uns auch noch die Gelegenheit zur Rache. Der Krieg gegen die Drachen ist alles, was mir geblieben ist. Der Sinn meines Lebens. Verdammt, du solltest sie doch nicht gleich töten! Aber ihr habt doch bevor... Nein, nein, nicht doch! Ich habe das nicht befohlen! Ich wollte nicht, dass sie stirbt! Thank you.
Honora, du Dummkopf, wage es nicht, vor meinen Augen zu sterben. Herr Emanelin, ihr seid wohl auf? Welch ein Glück. Ja, mir geht es gut. Was ist mit dir geschehen? Wer hat dich bloß so zugerichtet? Verzeiht, Herr. Als sich plötzlich so viele Leute abwandten und gehen wollten, bat ich sie doch noch zu bleiben. Aber sie wollten nicht hören. Sie nannten mich einen Verräter, weil ich den Fortin diene. Mein armer Honora, es ist alles meine Schuld. Nein, nein, Herr. Ihr habt redlich gehandelt. Ich glaube an euch und an Herrn Atuarell. Die arme Frau muss sehr gelitten haben, wie so viele von uns. Schmerzhafte Erinnerungen sind tief in unser Gedächtnis gebrannt. Doch der Frieden, den wir anstreben, wird neues Leid verhindern. Für diese Hoffnung danke ich euch, Herr Emanelin. Honora? Keine Sorge, er wird es überstehen, wenn seine Wunden rasch versorgt werden. Warum muss alles so kompliziert sein? Wollen wir nicht alle das Gleiche, glücklich und zufrieden leben? Trotzdem stürzten wir uns gegenseitig ins Unglück. Aber was hätte ich denn auch machen sollen? Wieso war niemand da, um mir den richtigen Weg zu zeigen? Auch wer andere für sich entscheiden lässt, muss die Verantwortung für seine Taten tragen. Du hast gut reden. Ein mächtiger Held wie du braucht ja nichts zu fürchten. Mächtiger Held. Aber das, was mir am meisten am Herzen lag, konnte ich nicht beschützen. Und doch habe ich die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Ja, Vorwürfe werde ich mir immer machen. Aber mein Ziel gebe ich nicht auf. Thank you.
Großmeister Emmerich, dürfte ich mit euch über die geplante Truppenübung der Allianz sprechen? Selbstverständlich. Was liegt dir auf dem Herzen? Obwohl wir einen Großteil des Volkes von Ishgard von unserem Reformkurs überzeugen konnten, gibt es noch immer einige, die vehement dagegen sind. Ihr Hass schlägt euch entgegen, Großmeister, doch davon lasst ihr euch nicht beirren. Worauf gründet euer felsenfester Glaube? Solange der Drachenkrieg andauert, wird dieses Land von immer weiterem Leid zerrüttet werden. Um den Kreislauf aus Krieg und Leid zu beenden, muss sich Ishgard verändern. In diesem einen Punkt stimme ich meinem Vater zu. Doch obwohl mein Vater dieses Land liebte, glaubte er nicht an die Stärke des Volkes. Er verfiel dem Irrglauben, Ishgard ganz allein aus eigener Kraft reformieren zu können. Ich hingegen glaube an das Volk von Ishgard. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam und nur gemeinsam die vor uns liegenden Herausforderungen meistern werden. Ishgard braucht den Wandel und ich bin bereit, dafür jegliches Wagnis einzugehen. Ich werde nicht aufgeben, selbst wenn das bedeutet, gegen einen ehemaligen Freund kämpfen zu müssen. Immer diese starken Worte. Aber ich muss zugeben, alle Anwesenden haben mehrfach bewiesen, wozu sie fähig sind. Das Unheil, das der Bogenschütze auf mein Geheiß angerichtet hat, möchte ich wieder gut machen. Ich, Emmanuela Fortin, stelle mein Schwert in eure Dienste. Bitte lasst mich für die Zukunft Ishgards kämpfen. Ich spüre deinen aufrechten Willen und im Namen Ishgards nehme ich dein Angebot dankend an. Kämpfe tapfer, Emmanuela Fortin. Wer wird das Heer von Ishgard befehligen? Ich. Denn bei allen Verpflichtungen bin ich in erster Linie der Großmeister der Tempel. Was für ein prächtiges Aufgebot. Die Tempelritter unter dem Kommando ihres Großmeisters, freie Bürger und der Sohn des Hauses Fortin. Mehr hat Ishgard nicht zu bieten. Das stimmt nicht ganz. Es gibt noch jemanden, der Ishgard seit langem eine unersetzliche Stütze ist. Als Abenteurerin bist du niemandem zu Gehorsam verpflichtet. Und dennoch standest du uns in unseren dunkelsten Stunden treu zur Seite. Eine treuere Verbündete kann sich Ishgard kaum wünschen. Dürfen wir auch in diesem wichtigen Kampf auf deine Unterstützung hoffen? Mir ist bewusst, dass du bereits einer staatlichen Gesellschaft verpflichtet bist, gegen die wir kämpfen werden. Deshalb werde ich offiziell um Erlaubnis für deine Teilnahme bitten. Ist dies in deinem Sinne? Vielen Dank. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Gemeinsam werden wir den Sieg erringen. Zum Wohle Ishgards.
Bist du bereit? Dann lass uns gemeinsam die vereinbarten Regeln für die Schlacht besprechen. Wohlan, mögen wir siegreich sein. Gut, dann ist ja alles bereit. Möge die Truppenübung der Eorsäischen Allianz...
Sie hat ihn besiegt? Ist der Kampf nun vorbei? Ja! Der Sieg ist unser! Heute ist ein glorreicher Tag für Ishgard! Den Sieg haben wir dir zu verdanken. Du bist wahrlich die treueste und stärkste Verbündete Ishgards. Ich bin völlig außer Atem. Und mein Herz schlägt wie wild. Vor der Schlacht hatte ich Angst. Ich dachte, ich könnte ohnehin nichts ausrichten. Doch die Angst verflog und ich gab mein Bestes. Ishgard hat 1000 Jahre Krieg überstanden. Wir sind stark genug, jede Herausforderung zu meistern, die sich uns stellt. Ich glaube fest an eine glückliche Zukunft und hoffentlich fassen bald auch jene Mut, die noch verzweifelt sind.
habt glorreich und tapfer gekämpft und damit den Sieg verdient. Ich danke euch für die Anerkennung. Eure Ritter und Soldaten haben heute die legendäre Kampfkunst Ishgards eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich hoffe, ihr werdet diese Kampfkunst von nun an ebenso entschlossen in... Etwas überrascht hat mich, dass ausgerechnet diese Abenteurerin für Ishgard gekämpft hat. Als gute Freundin ist sie meiner persönlichen Bitte gefolgt. Sollte ihre Teilnahme euer Missfallen erregt haben, bitte ich um Nachsicht. Nein, keine Sorge. Immerhin haben wir Rauban in die Schlacht geschickt. Der Kampf zwischen den beiden wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Ich bin nur erstaunt, wie rasch Ishgard sich verändert hat. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit waren Fremde in euren Reihen undenkbar. Ishgard musste sich verändern und ich hoffe, dass das ganze Volk die Reform vorantreiben wird. Großmeister Emmerich, ihr... Der Weg hin zu Reformen ist steinig. Das weiß ich aus eigener, leidvoller Erfahrung. Ich wünsche euch und Ishgard alles Gute auf diesem Weg. Na, das lief doch wie geschmiert. Gut gemacht. Ein guter Tag für Ishgard. Ich bin froh, dass ihr gewonnen habt. Keine Sorge, ist nur ein Kratzer. Und das war es wert. Ich konnte doch nicht zulassen, dass diese Bestie dir in die Quere kommt. Lass dich bloß niemals von deinem Weg abbringen. Hörst du? Minfilia hat dir nicht umsonst die Wahrheit anvertraut.
Manila! Honora, was läufst du denn hier herum? Sind deine Wunden schon verheilt? Ja, Herr. Es geht mir schon viel besser. Ein paar Narben werden wohl zurückbleiben, aber ich habe mir sagen lassen, dass manche Damen das anziehend finden. Anziehend, sagst du? Na warte, ich zieh dir gleich die Ohren lang, mir solche Sorgen zu bereiten. Herr Emanela! Dann testen wir deine Theorie doch mal. Wie denn? Graf Fortin hat mir erzählt, was passiert ist. Das muss ja ein gigantischer Kampf gewesen sein. Zu gern hätte ich ihn mit eigenen Augen verfolgt. Ihr habt einen glorreichen Sieg für Ishgard errungen. Die Kunde darüber verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt. Man feiert ausgelassen und singt Lieder über euch. Viele sind nun stolz auf Ishgards Rückkehr in die Eorzeische Allianz und fassen neue Hoffnung. Vielleicht sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, Großmeister Emmerich. Schick sofort einen Boten zu Widofnir und lass die Feier in Falkenhorst vorbereiten. Nun endlich werden wir Frieden mit den Drachen schließen und damit den Drachenkrieg beenden. Jawohl, Großmeister. Arthurell befindet sich noch in Falkenhorst. Ich werde ihn bitten, sich mit den Vorbereitungen zu beeilen. Emanuela, du wirst ihm dabei helfen. Wenn das mal nicht ein epochales Ereignis wird. Ich sage Jestola und den anderen Bescheid. Ich kann dir gar nicht genug danken. Die Friedensfeier soll auch deine Verdienste würdigen, denn du hast sie überhaupt erst ermöglicht.